Immer öfter werden brutale Streitigkeiten an öffentlichen Orten ausgetragen, ohne Rücksicht auf unbeteiligte Personen. Schüsse in einer Shisha-Bar in Hamburg. Ein Mann wird ermordet. Es soll eine gezielte Hinrichtung gewesen sein. Blaulicht, Spürhunde, Spurensicherung. Mordanschlag in einer Hamburger Shisha-Bar. Mittwochabend, 23.05 Uhr, Stadtteil Hohenfelde. Zwei maskierte Männer stürmen in die Shisha-Bar Nüstis auf der Lübecker Straße. In der Bar zückt einer der Männer seine Waffe und feuert mehrere Male auf einen 27-jährigen Mann. Die Polizei ist unmittelbar mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Ermittler sperren den Tatort weiträumig ab, suchen nach Spuren, befragen Zeugen. Währenddessen kämpfen die Rettungskräfte um das Leben des Opfers. Doch jede Hilfe kommt zu spät, die Schussverletzungen sind zu schwer, der 27-jährige Mann stirbt wenig später im Krankenhaus. Eine vermeintliche Hinrichtung an einem öffentlichen Ort neben unbeteiligten Personen. Eine kaltblütige Tat und leider kein Einzelfall. Dabei immer wieder im Fokus der Ermittler kriminelle Großfamilien. Duisburg, Nordrhein-Westfalen, 4. Mai. Während in Duisburg auf belebten Straßen der Feierabend beginnt, eskaliert ein Streit zwischen Hells Angels Rockern und einer libanesischen Großfamilie am Hamborner Altmarkt. Unbeteiligte Passanten können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, kommen unverletzt davon. Die brutale Bilanz der Auseinandersetzung: 100 beteiligte Personen, 28 Schüsse und 4 Verletzte. Inzwischen ermittelt die Polizei gegen insgesamt 49 Personen, teilweise mit Vorstrafenregistern im zweistelligen Bereich. Der Großteil der Verdächtigen, Männer aus dem Clan-Milieu. Im gleichen Monat wieder ein Clan-Mord in Deutschland, diesmal auf einem Berliner Volksfest. Um 23 Uhr eskaliert ein Streit zwischen mehreren Personen aus zwei Großfamilien. Unter den Streitenden ist auch die 25-jährige Clangröße Mohammed Rabi. Im Gefecht zückt dieser seine Waffe. Sein Gegner zieht ein Messer und sticht auf Mohammed Rabi ein. Der 25-Jährige sackt blutend zusammen und stirbt wenig später. Bei dem Messermord soll es sich um Rache gehandelt haben. Mohammed Rabi soll kurz zuvor ein Mitglied aus einem anderen Clan schwer verletzt haben. Mohammed Rabis Beisetzung auf einem Berliner Friedhof wird zum Großereignis. Tausende Trauergäste, bewacht von fast 200 Polizisten. Unter den Trauernden sind Clangrößen wie Arafat Abu Chaker, sein Bruder Nasser und Clanboss Issa Remo. 3 Monate, 3 brutale Auseinandersetzungen, 2 Tote, mehrere Verletzte. Die Täter aus Hamburg auf der Flucht. Sie entkommen nach den tödlichen Schüssen. Ihr Motiv völlig unklar. Eine Mordkommission ermittelt und bittet um Mithilfe. Zeugen sollen sich bei der Polizei Hamburg melden.